So, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Phasenabschnitt. I'm tired. I should rest a while. Weil zuletzt waren wir im Krankenhaus und haben die Daten darüber gefunden, dass wir halt anscheinend als Kind ein bisschen bearbeitet wurden. Weil wir meine Niete waren. Also einer ohne Kräfte. We were talking about either going to Togetsu or Seiron. Yeah, but I don't think there's much difference between Seiron and New Himuka. Especially when I think about those ampules. That's why I'm thinking about reaching out to Togetsu. Does that mean our only option is defecting to Togetsu? No, we're not just going to be running away. I have no idea what kind of place it is, after all. All I know is that it's an independent religious state, and that they may have information Suo and Seiron don't. Unlike my father and brother, I've grown up not knowing what this government... what this country is really like. Even now, there's probably more I don't know about this place than I do. That's why I want to find out. I just want to do whatever gives us the best chance to learn something new. What do you guys think? I agree. The hideout might be safe, but nothing would change if we just sat here and held our breath. Besides, Togetsu's isolation means a lower chance of being attacked by Suo or Kasane on Seiron's behalf. I don't know what kind of place it is, but it might be worth checking out. I don't mean to make this a case of process of elimination, but I doubt we can get any more information from Suo or Seiron. Besides, as someone looking to uncover this country's secrets, I'm intrigued by Togetsu. It might also give me a chance to learn my brother's true intentions. Actually, there is something I remember about Togetsu. A while back ago, my uncle had mentioned about a deal he had made with them for work. You mean the OSF hospital? Yeah. Even though it's an independent city, they apparently have normal business transactions. What is it that they were dealing? I think he said food and medical supplies, although I'm not sure if it's still going on to this day. It's likely that there's more to the deal than that. If the OSF hospital is involved, it will surely be connected to power research or metamorphosis technology. Is it just me, or does Togetsu seem a little fishy? We have to accept a certain level of danger. As they say, nothing ventured, nothing gained. Yeah, I think so too. Thanks for remembering something so important, Hanabi. We'll be able to keep an eye out for that now. You're coming, right? To Togetsu? I mean... Of course. Whatever deals my uncle had with them have nothing to do with me. And if they're doing something bad, we'll just take them out. I'm not sure we should go there looking to pick a fight. Figuratively speaking. I'm glad you'll be coming with us, Hanabi. You make people feel so warm inside. What? Really? Like, I set the mood for the group? More like Togetsu is in the middle of snow-covered mountains. What? You're after my pyrokinesis? Well, Commander, I guess we know our platoon's goal now. Yeah, you're right. Let's move out. Our next destination is Togetsu. Das Puzzle einer unbekannten Geschichte. Snow and ice. It's cold. Colder than I thought. Ja, ist doch hübsch hier. Was soll immer diese ganzen Eisskulpturen bedeuten? Einfach damit man Sachen hat, die man rumschleudern kann. Thanks, Hanabi. Wusste ich doch. Finally broke. Let's go, everyone.
My clairvoyance. Use it, Yuito. It's split. Take down the real one and the dummy will disappear. Yuito, figure it out. Are those ice statues around us? They're shaped weird. Apparently they're alterations of the snow and ice. I don't know what causes them, but they occur in snowy areas where others are. Bekommen. Ach so, Hino Umwelt. So, und dazu, weil gerade gesagt wurde, Leute sind auf dünnem Eis bei mir im Chat oder so, oder im Discord. Ich entscheide, wer auf dünnem Eis ist. Jeder kann hier seine Meinung sagen oder sonst irgendwas. Auch wenn es manchmal doch wirklich etwas sehr sexistisch ist, aber ich habe darüber schon mal mit der Person geredet. Aber solange er, sage ich mal, niemanden belästigt außer mich, ist das okay. Oder mir Penisbilder schickt oder sonst irgendwas über Instagram. Ich möchte sowas nicht haben. Alle Penisbilder werden zur Anzeige geführt. Oh, was ist denn dein Problem? That was close. Using Lucas' teleportation would make this easier. Do you need help? Good. That was quick. Nein, von jeder Person möchte ich sowas nicht sehen. Wenn ihr solche Leute seid, die sich gerne auf der Toilette, die leer ist, direkt neben den anderen ans Pissoir ranstellt. Also der einzige andere Person, die da ist und dann meint, ihr müsst da freundliches Miteinander pinkeln machen, ist das eure Sache. Aber ich bin nicht so jemand. Ich bin mal lieber weggegangen. Das mit dem Pyro-Schaden. Ich kann mich auch so durchschlagen. Dämliche Gegner. Und nein, Poop ist in keinster Weise in irgendeiner Form anders im Vergleich zu früher.
Ich bin einfach nur erwachsen. This is pretty rare. Uns war aber ganz schön über Tinder so ein bisschen zu reden, aber die Geschichten wiederholen sich. Geh einfach weg. Ist überhaupt eine Chance, dass ich die so töte? Ach, diese dämlichen Rattenräder. Das sehe ich nicht so, Avax. Vor allem macht sich hier keiner im Chat über Sexualität lustig und ich mache mich auch nicht über Sexualität lustig. Du musst leider wirklich mich verwechseln mit jemandem. So ist das leiser. No one's here. I guess they wouldn't be. Togetsu is farther up the mountain. It acts like a natural fortress to the city. Das ist kein Witz über Sexualität, vor allem habe ich das nicht früher gesagt. Sondern dazu gibt es halt auch einen Clip und das ist gar nicht so lange her. Aber ist das die Antwort auf eine bestimmte Frage? Das habe ich nicht einfach so gesagt. Diese dämlichen Viecher, ey. Ja, aber das hat nichts mit lustig machen über Sexualität zu tun. Du solltest vielleicht deine Aussagen überdenken. Das, was ich da gesagt habe, beziehungsweise gesungen habe. Normalisierungstabletten. Das ist auch immer, weißt du, irgendwie alle irgendwelche Bonussachen oder sonst irgendwas sind so nutzlos gefühlt. Nee, lass mal lieber den Verteidigungsbonus. We've been walking for a long time. Wataru, how much farther to Togetsu? Quite a while. You're not even halfway there. It really is in the middle of the mountains.
Are you okay, Luca? Yes, I'll manage. These steep paths, though, they're hard for someone as small as I am. Get behind me. I can at least block the wind. Thank you. I should really start training like you do. Togetsu is the home of the faith's main temple. Do you know what kind of religion it is? Apparently it's kind of like a cult. That's what I heard, at least. With their main temple this far from civilization, it's only normal to assume they'd be ascetics in tune with nature. Let's see, the Togetsu faith. Ah, here we go. It's a moon-worshipping religion. One of their tenets is that the soul will return to the moon. The founder is Hitoyo Pope. The religion has a long history, but it looks like they've always lived quietly in the mountains here. You would think the fact that Nuhimuka allows them to govern themselves must mean that they aren't that big. I'm sure Kagero knows a lot more. He was a Togetsu believer, after all. Did he tell you anything, Sugumi? No. Kagero, he didn't talk much about the Togetsu faith. Oh. Well, they have a unique lifestyle there, but they're not totally cut off from us. I don't think they'll turn you away at the gate. That's what former Major General Karin said. We probably won't be welcomed with open arms, but I hope they'll at least listen to us. Okay, just a little farther to Togetsu. Ah, ich bin sofort da. Dass ich durch den Rechner verlassen habe. Ich habe kurz am anderen Rechner was eingestellt. Mir fällt gerade ein, ich müsste doch auch wieder sehr viele Hirnpunkte haben. Ich schaue gerade deine älteren Assassin's Creed Sachen auf YouTube. Hattest du Black Flag nicht gespielt? Nein, ich habe Black Flag leider wirklich nicht gespielt. Muss ich leider zugeben. Obwohl viele gesagt haben, Black Flag war so gesehen eins der besten Assassin's Creed. Das ist eine passive Gesundheitsregeneration. Macht die Aktion zur Nutzung von Objekten überflüssig und wendet den Objekteffekt sofort an. Das finde ich gar nicht so unpraktisch. Ich muss dir auch sagen, dass meine Augenbrauen in meinem Leben sich auch noch nie verändert haben. Ich bin kein Prolo. Dementsprechend zupfe ich mir nicht die Augenbrauen. Die wachsen ganz normal, wie sie sind. Aber meine Augenbrauen fallen vielleicht nicht mehr ganz so ins Gewicht rein, weil ich die Brille trage. Seit Jahren. Da ist natürlich gestikulieren mit Augenbrauen etwas schwierig, wenn der Bügel da drüber ist. Plopp, plopp. Entschuldigung.
Ausweichfertigkeiten verbessern. Verteidigungsplugin für Notfälle macht vorübergehend unverwundbar, nachdem der Anwender Schaden erleidet. Gesundheitsgesamtstatus hoch. Erhöht bei 100% Gesundheit alle Werte. Das ist alles schweineteuer hier. Erlittener Schaden bei Angriffen führt nicht mehr zum Abbruch von Aktionen. Achso, das ist das, wo erlittener Schaden erhöht wird, aber dafür mache ich mehr Schaden. Brauche ich alles gerade nicht. Geht auch so. This other creates dummies. You need to attack the real ones, so observe carefully. Watch out for electric attacks. You won't be able to move if you're electrified. Thanks, Sanabi. Now die! It's over! That was brilliant. Tut mir leid, das Magazin, was du gerade erwähnst. Bin ich immer noch am Kritisieren bei manchen Punkten. Das heißt aber nicht mehr so, wie du das nennst, sondern es heißt ja einfach Sterne-Magazin. Und jeder soll es machen, wie er meint. Ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Okay, dich kennen wir noch. Ach doch! Ich war gerade kurz am Überlegen, aber wir kennen den Gegner schon. Achso, da schalte ich nur ein paar mehr Sachen zum Wegschmeißen an, beziehungsweise zum Schleudern. Alle Leute wieder entsperrt. Nur so zur Info. Du weißt ja, worüber wir reden. Good.
Das geht dich nichts an, Avax. Du musst nicht alles wissen. Vom modernen Proof, der nicht alle tötet und anpimmelt. Habe ich das gerade das Gefühl, das Spiel ist einfach 10-mal lauter geworden. Du kannst alles essen, aber nicht alles wissen. Das stimmt. Ja, ah, du sollst deine Maus nicht essen. Stell nicht so an mit dem Rumhüpfen. Da oben ist was. Bam, bam, bam. Ich bin immer streng. Ich bin ein griesgrämiger alter Rentner, der meckert. Das braucht nur Lappen. Hey, that other. It's the one we're supposed to take down. Successfully breached shell. Attack now. You should be able to break the outer shell if you keep attacking. That other shell is quite hard. Attack it with something heavy by using psychokinesis. Richtig, Proof hat schon immer seine Prinzipien gehabt. Das sagt gerade der Philly genau richtig im Chat. Da muss ich echt sagen, dass ich finde, dass ich schon relativ stringent bin, wenn es um sowas geht. Und gar nicht so Fahne im Wind unterwegs bin, wie vielleicht manch andere. Verzichte ja auf Geld auch auf jeden Fall. Boah, wie viele Anfänge ich habe, mit irgendwelchen Energy Drinks zusammenzuarbeiten. Aber da ich das wirklich schon mal gemacht habe, vor Jahrzehnten gefühlt, also mit Energy Drink Hersteller, weiß ich einfach, wie das läuft. Das ist halt super. Vor allem diese ganzen Neuauflagenmarken, das wird halt alles in irgendeinem Werk abgefüllt, wird einfach durchgelabelt und das kommt dann auf den Markt. Aber es ist halt einfach nur Abfall. Es unterscheidet sich in ganz wenigen Zutaten. Sorry, wenn ihr Energy Drinks gerne trinkt, dann macht das ruhig. Aber für mich ist das halt. Geht mal, aber es hat. Ich finde, Energy Drinks haben nichts mit Gaming zu tun. Sorry. Über Jahre hat sich dieser Effekt eingestellt, dass man halt mit Energy Drinks irgendwie besser sein soll oder toller oder ne, bessere Reaktion. Es ist aber genauso wie alle anderen koffeinhaltigen Getränke einfach etwas, was einem wach hält. Und da kannst du auch die klassischen nehmen. Dafür musst du nicht 8 Tonnen Zucker noch mit reinnehmen. Und dann kommen die Leute und sagen, aber ich trinke das zuckerfreie Zeug. Ja, dann noch schlimmer. Da sind Zuckerersatzstoffe drin, die krebserregend sind. Und ich will auch nicht sagen, dass alle davon eklig schmecken, weil es gibt halt auch ein paar
Also bei Red Bull waren einige Limited Editions, die fand ich jetzt nicht schlecht. Müsste aber jetzt genau nochmal nachgucken, wie die Dosen aussahen, weil ich die Namen nicht mehr weiß. Zum Beispiel die, in denen Drogen waren. Du meinst die mit LSD-Kern. Oh, bei mir war ein kleiner Drop drin in meinem Red Bull. Ich kann mein Herz atmen hören. Leave it to me. Immer schön an Farben lecken, bis du sie schmeckst. Aber wo wir nochmal bei Red Bull sind, ja, Red Bull kauft sich auch sehr massiv halt, sag ich mal, überall ein. Da wir ja mal aktiv, also in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, haben wir ja mit denen zusammengearbeitet. Und das ist halt schon krass. Also Markenbranding von denen, die Arbeit und das Geld, was da fließt, deshalb, da kommt der Preis zustande. Aber es funktioniert ja. Vielleicht solltest du eine Pause machen übrigens von deinen Koffeinpillen, wo du gerade davon erzählst. Weil nur so bist du überhaupt in der Lage, jemals wieder Koffeinwirkung zu erzielen. Du musst halt vom Koffein Pausen machen. Es bringt es immer mehr Koffein zu sich zu nehmen. Shit. Den Arsch. Hä, wo hab ich denn jetzt den Elektroschlag herbekommen? Let's regroup now. Get ready. Just focus. Und nein, soll's nicht mit Crystal Meth anfangen. Good job. There were a lot of them. Du sollst nichts damit, also mit nichts anfangen, wo dir die Zähne ausfallen, außer du hast schon keine Zähne mehr. Ist eh krass, wie viele Leute, sag ich mal, bereit sind, solche Drogen anzufangen, weil sie in der Schule nicht aufgepasst haben, dass der Süchtigkeitsfaktor 1 Million ist, ey.
kommst da nie wieder von weg. Finally broke. Let's go, everyone. Und ich gehe es mal zu, ich habe auch einmal in meinem Leben habe ich Teile genommen, um mal so diese Drogenthemen durchzugehen. Und ich kann verstehen, warum Leute auf sowas kleben bleiben. War mal experimentiertee-mäßig. 48 Stunden war ich dann wach. Und deshalb würde ich das halt jedem auch abraten.